Wie versprochen, sind wir wieder zurück. Ich versuche ich mal mein Glück. Gucken, was bei mir geht. Genau. Der hat schon mich angerufen. Ich glaube, der spinnt. Da wurde also keine Zeit abgelegt. Sonst würde ich ja ganz schnell hinterher fahren. Ich habe seinem Hot Wheels Lächterle rausgezogen, dem man gezeigt, dass Matchbox kann. Bom, bom, bom. Das muss ich sagen, das nervt mich. Das ist auch ein bisschen affig. Ja. Hey, du brauchst gute Traktion für das Bergrennen. Mal sehen, ob dein Wagen gut genug ist. Natürlich. Na, aber hallo. Hallo. Eine Maschine von dem Auto. Kollege Schnürschuh. War Absicht. Ja, ich weiß. Das war gekonnt, die, nur die Tonne weggekippt. So sieht's aus, kann nicht jeder. Nee. Und ja, noch die Dinger auch, wegnehmen. Ja, es muss, ich bin auf Krawall aus. Hey, bist du weg? Was macht der da vor mir? Oh, nichts, erzählt nicht. Mir scheißegal, verschwind. Das ist Amy, glaube ich, oder? Du weißt, wer das ist. Ja, die hässliche halt. Ich dachte, ja, du wolltest mit der... Ich dachte, du sollen die Scheiße jetzt hier? Ich werde ja betrogen. Ich dachte, du wolltest von der nicht mehr fahren. Ja, ich habe das hässliche Menschen aus meinem Leben ausgeschlossen. Ich habe da keine Zeit mehr für. Ich kann mich nicht mit hässlichen Sachen auf. Fahre nicht auf das Licht zu. Ja, schön. Hätte ich es gelernt. Wenn jetzt mal einer die Tussi da vorne wegnehmen, die regt mich auf. Musst du nur von der Straße schuppen. Und auf geht's. Ja, habe ich jetzt geholt? Nein. Dachte ich weg. Hab ich nicht mehr mitgekriegt hier oder was? Das ist ja auf die Kacke. Die fährt mir eher weg, die blöde Kuh. Ja. Was soll denn das? Die schaut zu langsam. Das ist ein Mädchen. Ja und? So dringend kann es nicht sein, so einkaufen zu kommen. Selbst der Mann wartet auf seinen Steak. Zum Friseur geht die. Wobei, ich glaube, die ist eine Anhängerin der vielleicht geschlechtlichen Liebe. So wie die aussieht. So, hab ich den nächsten frauenfeindlichen Gag hier rausgehauen. Ja. Macho. Die gehören nicht in der Steuer. Die Rotzke hier mir um die Ohren fährt. Das gibt's aber nicht. Das ist ein Müllbacher. Dräng ich sie noch gegen so ein anderes Auto. Genau. Oh, schade. Ich gedacht, ja, war doch trotzdem schon gut. Ja. Ohne Gedöns, da sieht's besser aus. Ja, siehst du, geht doch. Ja, auch. Ein bisschen. Läuft ja besser. Jetzt setz mich auf Arsch. Oh. Da kam plötzlich die Kurve. Ja, kommt ja. Nein. Hä? Hast du was gesehen? Ja, ja, gibt's da was umsonst, dass da jetzt. Achso, dass da alle nicht entgegenkommen. Ja, aber hier. Vier Stück auf einmal. Nicht. Huch! Schwerverkehr hier, oh, bin ich durch? Ja. Ja, Gott sei Dank. Du hast gerade eine scheiße Kurve nicht gekriegt. Sogar 30 Sekunden vorher. Ja, guck mal. Ja, ja, das noch. Läuft. Hätte schon noch Steakbäcker unterwegs ja, kaufen ja, können. Genau. Ein Steakbrötchen. Falls das jemand nicht verstanden hat. Ein Stück totes Tier. Ja, das Steak, das war ja schon zu verstehen. Das Wecke. Ja, ich weiß ja nicht. Ein Brötchen. Ein Brötchen. Semmel. Brötchen. Na siehst du, bist direkt schon beim nächsten Punkt. Na ja, ganz praktisch. Gehört. Ja, ich habe ja keine Zeit hier, mich aufzuhalten, eine Stunde lang. Also dann, bleib nah dran und mach keinen Fehler. Bleib nah dran und mach keinen Fehler. Ach, dieses Driftscheiß da mit denen der Rotzgehörer da zusammen. Was soll denn das denn? Ja, gib welchen Gas! Ja, mit 30 kann ich nicht hier driften.
Sag mal, oh ja, ja, oh, den, oh, der war schön. Da darfst du noch nicht zu so schnell, ja, 9000 Punkte. Ja, siehst du, bist du schon wieder zu schnell? Ey, das, ach, die sind doch scheiße. Ach, da muss ich ja mal an EA schreiben. So nicht. Der Scheiß-Challenge. Ja, an sich selber ist es ja so gar nicht schlecht, aber dann sollen die halt auch einen Finger aus dem Arsch kriegen. Ja, ich doch. Ja, siehst du, plötzlich bremst der wieder ab. Ja, das ist doch kacke. Hey, ich mach nur Witze, sonst nichts. Tja, aber keiner lacht, Menno. Verstehe, wie gesagt, tut mir leid, passiert nicht nochmal. Cool. Okay. Hey, Nubi, nimm dich in Acht. Ames ist ein zäher Brocken. Halt den Mund, hast du nichts zu tun? Ja, klar, ich seh euch beide später. Mit dem Quatsch denn der? Ich verstehe auch nicht gerade, warum ich da jetzt das mitkriege, was die miteinander reden. Was soll denn das Scheiß? Ja, okay, du sollst nur zur Garage nachher kommen. Ja, da muss ich hier Konferenzschaltung haben, während ich hier rumtrifft, oder was? Ganz dicht! Siehst du, er läuft schon direkt nicht mehr. Ja, direkt meine Sekretärin feuern, wenn die mir in so einer Scheiße kommen. Ja, boah. Das wird ja nichts. Ja doch. Ich denke schon. Ich glaube nicht. Da kommt ja nachher noch eine große Kurve. Wie weit bist du denn überhaupt? Oh, das wird umgekehrt. Sag ich nix. Doch! Das wird nix. Das ist doch kacke hier. Oder du triffst die letzte Kurve perfekt. Ja, ja, genau. Das wird es wohl sein. Naja, perfekt war die aber. Die war auf jeden Fall mal nicht ungeil. Machen wir es mal so rum. Eine noch. Oh Gott, gib mir noch eine riesige Kurve! Nee, da kommt nur noch eine gerade. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte jetzt auf der Geraden einfach noch so links, rechts. Ja, das kann ich fast nicht. Ja, ich glaube schon. So, da konntest du eigentlich fast nochmal fahren. Ja, ist doch scheiße, sowas. Macht dich ja voll aggressiv. Schon keinen Bock mehr. Ja, das liegt ja nur. Geh wieder heim. Das liegt nur in der Kacke. Entweder sind sie so dicht dran, die drängen dich ab, dann kannst du nicht richtig driften, oder sie sind zu weit weg und kriegst keine Punkte. Ja, das ist doch scheiße. Was soll denn das? Na, jetzt geht's. Ja, ja. Gewichse hier. Schön, immer die Leitplanke kaputt gefahren. Das hat nicht mehr gereicht, die Kurve. Hallo? Aus heute oder was ist da los? Jetzt schon einfach rückwärts fahren können und dann. Rückwärts! Ich hab keine Zeit zum Rückwärtsfahren. Ja, das stimmt allerdings. Eben. Yeah. So, auf ein neues. Super Leute, oder? Ja, super. Also dann, bleib nah dran und mach keinen Fehler. Ihr seid doch die immer so weit weg seid. Ja, eben. Liegt ja nicht an mir. Genau. Da musst du schon wieder Gas rausnehmen. Hier ist doch schon wieder Scheiße. Nein, ich müsste vor der Kurve irgendwie langsam machen oder halt auf der Geraden jetzt hier, wenn sie kommen, und dann muss ich irgendwie vor der Kurve wieder gar oder irgendwie so. Das ist doch scheiße. Und dann geben die plötzlich Gas, oder? Ja, mit dem Dreier BMW. Was sind das überhaupt darstellen da? Weg. Volvo. Jetzt ist die Gruppe wieder weg. Ja, ist das nicht. Boah, schön in der Riesenkurve, verstehe ich? Ja. Da ist jetzt wahrscheinlich gedriftet bis zum. Sag mal, wie weit war ich denn jetzt vorne ran? Und sie sind ja. Boah. Da leck mich doch ab. Da kannst du ja erstmal zu McDonald's. Oder jedem anderen Burgerladen, der einem beliebt. Ja.
Allerdings mag ich den anderen nicht. Na, ich bin der lieber. Ehrlich? Ja. Nee. Dann wirst du mir jetzt von Sack. Ach was. Nein, jetzt hast du 20 beim anderen, da wirst du aussagen. Jetzt hast du wenigstens ein paar Kurven, wo es gut läuft. Ja, wenn sie wenigstens da bleiben jetzt. Ja, ja, ich glaube, jetzt sind sie ja beide relativ dicht hinten dran. Ja, das waren sie vorher auch mal irgendwann. Sie ist ja nicht verkackt, die Kurve. Ja. Ach. Aber du bist ja jetzt schon, dir fehlen ja nur noch 10. Ja, die hast du jetzt gleich. Siehst du? Ja. Das sollte jetzt möglich sein. Naja. Noch oft. Wenn du die Punkte geschafft hast, kannst du eigentlich komplett durchfahren. Du brauchst gar nicht mehr auf die Vögel warten. Das ist eigentlich wahr, Mensch. Haha. Aber damit hätte die garantiert die Dinge geknackt jetzt. Ah, jetzt. Aber knapp jetzt vor dem letzten Point. Ja, das stimmt allerdings. Leck mich am Arsch. Frechheit ohne Ende jetzt. Naja, aber geschafft. Das war schon verkackt, weil der Arsch mir seine Kiste in den Weg stellt. Ja. Aber scharf. Dann hätte ich 2 Briefe geschrieben. Das eine war halt zurück an. Wo will die, dass wir hinkommen? Zur Tankstelle, wo ich gerade sagen, zur Garage. Können wir da jetzt hin eiern oder? Ja, ich denke schon. Das ist ja wahrscheinlich sieben Wochen. Fahren wir da mal hin. Ich fahr gleich das nächste Rennen. Solltest du auch. Keine Zeit. Ich finde es ein bisschen nervig, da melden sich immer 200 Leute, was du alles machen sollst. Dann muss ich immer. Du machst dahin und dorthin und dahin und dorthin und dorthin und dahin. Ich will. Weil ich habe eine Schranze. Einfach dahin, wo du willst. Ja, dieses Zwischengelaber nervt mich. Ich will die abhauen. Ja, so. Warum nicht von der Hessen? So. Die haben mich jetzt angeschaut. Müsst ihr euch jetzt leider für den Rest des Spiels immer wieder anhören. Aber du fährst jetzt zu der Hessen. Ich mag das Spiel nicht. Ist doch scheiße. Ja, och. Siehst du? Zerlege ich unsere Kiste nur wegen der. Ja. Eigentlich fahren wir immer viel zu aggressiv wieder dahin, wo wir hin wollen. Wenn es kein Rennen ist. Ist egal. Siehst du? Wir fahren immer aggressiv. Je aggressiver, desto besser. Mann. Also ich hätte ja gerne mal eine Strecke, wo du, weißt du, so wie Indy 500, wo du quasi nur im Kreis fährst. Ja. Und dann so ein Mega-Drift. Komplett rum. Ja. Rum wie der Bumm, so jetzt aber ja, eigentlich ist gut am Spiel, dass selbst das eigentlich mehr oder minder ein bisschen Spaß macht. Einfach so, rum zu Kerlin. Das hat mir damals eigentlich schon Spaß gemacht beim Underground. Underground? 1 und 2. Ah, ne, du fährst erst noch Rennen. Ich fahre in die Tanke. Ja, aber das ist. Nein. Gehen in tanken. Habe ich jetzt Ding verdrückt? Ach egal, scheiße, dann gehe ich halt jetzt rein. Nice, aber. Dann war ich jetzt da drauf gedrückt, dann schon. Weiß ich nicht. Ja, irgendwas verrafft jetzt mal wieder. Egal. Muss ja eh gemacht werden. So sieht's aus. Videosequenz kann man sich nachher angucken. Ah, du stehst auf Drift Train. Ja, ja. Also, wenn es halt kommt, muss es halt weg. Ja. Das machst du wahrscheinlich, damit es wegkommt. Das wird echt intensiv. Intensiv? Nein, du willst nur mit der geilen Tussi fahren. Du willst ja nicht zu der Alten. Du sagst, du fährst zu der Alten, was soll ich da machen? Aber ich nicht hin. Ich will mal gucken, wie lange er braucht, bis das merken. Ja, jetzt ging er ein bisschen. Da brauchst du noch 25.000 Punkte, das heißt, du fährst nur gerade Strecke oder was? Nee, du musst wieder warten. Auf die warte ich immer gern. Ja, bringt dir ja nichts. Ah, Mädchen! Aber so nicht! Genau. Rechts ist das Gaspedal. Brauchst du dich nicht wundern, wenn ich mal vor der fertig bin. So lange brauche ich gar nicht auch nichts für. Da kannst du übertreiben. Ich
Ja. Also wenn du es gut hinkriegst, dann kriegst du ja schon in einer guten Kurve quasi. Ach ja. Und dann noch gerade. Eben, wenn du es gut hinkriegst. Da kommt nicht so viel Kurven. Wobei, da unten müsste jetzt so eine ziemlich lange ums Eck kommen. Alter, eine lange ums Eck. Der war auch geil. Eine Spitze. Genau. Eine Spitzkehre, verstanden. Da kommt sie, da kommt sie. Der kommt sie. Mit Drift hatte das nicht viel zu tun. Ja, vor allem gab es nicht so viele Punkte. Nee, sag ich ja. Mit Drift hatte das nicht viel zu tun. Nee. Da habe ich mich jetzt wieder zu sehr drauf konzentriert, was die Eiche da macht. Aber jetzt komm! No. Der war aber schon nicht so schlecht. Ja. Jetzt den nächsten nochmal mitgenommen, dann sollte das aber laufen jetzt hier. Komm! 1,5 Kilometer. Ja, ich habe noch ein paar. Komm. Ja, aber das sind ja alles keine Kurven hier. Wie soll ich denn da rumdriften, Mensch? Ja, das wird noch knapp. Warte mal ab. Ja, ja. Na, jetzt die Kurve. Auch keine, hier kommt nichts Vernünftiges, wo wir irgendwas anfangen. Das sollte reichen. Jawohl. So, Eiche. Jetzt kann ich komplett durchheizen. Ja, oh, die Alte am Arsch lecken. Genau. Lang genug auf dich gewartet, egal wie hübsch du bist. Und jetzt kommt sie! Boah. Alte Fuddel. Hast du Glück, dass ich so oberflächlich bin und mir nur dein Aussehen wichtig ist. Jetzt ruft sie gleich wieder an und sagt, wie toll du warst. Ja, klar, hallo? So, ich weiß, Baby. Okay, das war cool. Ich bin in der Halle, wenn du fertig bist. Wir sehen uns da. So, dann fährst du jetzt halt zur Garage. Der Garage! Rums! Moin. Rumkurvereidung, ja. Aber du hast bis jetzt, glaube ich, noch keinen Totalschaden in dem Rennen, oder? Ich glaube auch nicht, ne? Ich glaube, nee. Jetzt haben wir es irgendwie hingekriegt. Aber wie, weiß ich auch noch nicht. Ja, einfach halt normal fahren halt. Ja, das ist wie beim richtigen Autofahren. Mich hält nur Glück auf der Straße. So, jetzt kommt. Bitte aus der Fresse halten! Filmsequenz! Dass hier die Lustigen wiederkommen können. Ja. Ach du! Die schön noch. Hey! Du musst nicht diese Baubilder posten lassen, Mann. Der Meister selbst könnte sie sehen, weißt du? Aber folgendes. Wir wollen keine Witwenmacher hier. Nein. Also, bau deinen Wagen stark genug, um mit der ganzen Power klarzukommen. Das ist Phase 2, okay? Ich weiß nicht, ob ich mir von dir was erklären lasse. Er war ein Street Racer, wie wir alle. Und jetzt reist er um die Welt. Baut Wagen für reiche Kunden. Es stimmt. Ich bin ein Wahnsinnstyp. Nee. Weiter deine Regenwald-Sounds, Manu. Ich habe gerade ein Bild gepostet. Hier, guck mal. Spitze. Ja. Wirklich spitze. Ja. Jetzt bleibt sie wieder die ganze Nacht auf, bis der Meister es liked. Ja, was dagegen, Mann? Hey, du verbringst schon so zu viel Zeit unter der Haube. Du musst wieder zurück auf die Straße fahren. Klar. Wir sehen uns dann, okay? Peace. Hey. Peace. Immer die Mittel am Peace. Nee, sagt ja auch heute kein Schwein mehr. Nee. Also ehrlich. Davon krieg ich nie genug. Das ist bestimmt 100 Jahre alt. Komm schon, ein paar Zeilen singen. Man kann deine schöne Stimme bei der Dusche im Hintergrund fast gar nicht verstehen. Ah, ich mach dich kalt, Manu. Sprich vom Teufel. Was? Halb so wild. Ihr habt nie erklärt, warum ihr beide gleichzeitig im Badezimmer wart, als Spike unter der Dusche stand.
Ganz zu schweigen, warum er diese Filmmelodie gesungen hat. Wow, 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 ich bin keins dieser Mädchen. Und mein Stichwort. Bis später, ihr Loser. Ich ruf dich an, Robs, um alles klar zu machen. Sicher. Also, Robs, was ist euer Plan? Ich fahr jetzt nach Hause. Ihr beide seid willkommen. Spike kommt vielleicht auch vorbei. Könnte klappen. Ich sag dir Bescheid. Cool. Bis später. Okay, Großer, nur du und ich. Ich fahr jetzt drüber, also komm, wann du willst, okay? Naja, dann verschalt mal zu der und gucken, was die will. Sind ja nur schlappe 9 Kilometer oder sowas. Das Auto sah so schön lackiert aus und jetzt fährst du wieder gegen die Wand. Ich schwör's. Respekt! Komplett einmal drumrum. Ja, kannst mal gucken. Ja. Ja, Übung macht den Meister. Du hast ja jetzt nicht ohne Grund 2 Rennen mit Drift. Nee, das war nur Übung für die hier. Nur für die Kurve. Das Rennen ist scheißegal. Ey, ich fahr grad wieder in die Garage auf für heute. Oh, oh. Da kam ein LKW. Ist doch scheiße. Vor allem, weißt du, wenn du da durch die Gegend fliegst, dass du dann erst noch in die falsche Richtung wieder eingeordnet wirst. Totaler Nonsens. Ja, die anruft. Hey, sagst du, wenn mir noch einer mal hupt, dann hup ich aber zurück. Also Robin, lustig. Immer hup. Ja. So ist's halt. Oh, jetzt komm. Die 300 knacken wir. Komm. Oh Gott, da geht ja gar nichts. Was ist da los? Oh shit. Oh, das war. Und das geschafft. Ja, cool. Erst oh shit. Ah! Ja, bist aber voll über den rüber gespengelt. Ja, kannst mal gucken, wie geil ich bin. Sah aus, als wenn du ein Panzer wärst. Ja. Hallo? Bin ich gewohnt? Ach so. Ja, genau. Und alles so noch. So fahre ich ihn echt auch. Ich würde sagen, dann gucken wir uns noch die Filmsequenz an und dann machen wir Feierabend. Und dann ist für heute mal gut, dann sehen wir uns nächste Woche wahrscheinlich wieder. Ja. Ah, ist ja jetzt nicht wahr, nur wegen den 5 Meter da hau ich die Karre weg jetzt oder was? Sind wir denn zu Hause da jetzt? Also gut. Dann sagen wir schon mal vorab tschüss. Ciao, viel Spaß noch bei der Filmsequenz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Check das aus, das musst du sehen. Genau das hier ist das, was wir wollen. Oh Mann, was ist los mit dem Ding? Egal. Pass auf. Cook fährt vorne weg. Wir fahren hinter ihm, quietschende Reifen, driften und so, alles wie immer. Und dann, aus dem Nichts, schießt AJ plötzlich vorbei. Wir fahren auf die I-5. AJ trifft die Leitplanke, fast erwischt es ihn. Mit 8 Wagen rasen wir in irren Train mit einem Wahnsinns-Speed. Was zum Teufel, Robs? Ich dachte, wir machen noch was. Ja, wir treffen uns hier. Oh Mann, du gehörst jetzt auch zum Zirkus dazu, hm? Hat Travis dich geschickt? Was? Nein. Nein, ich war gerade im Diner. Da ist aber einer eifersüchtig, ja? Jemand ist auf dem koscheres Gefühl, ne? Das war's mit meiner Einladung, ja? Dachte, das wäre nicht deine Szene. Ist es nicht. Also ihr steht eher auf Klasse, ja? Bin raus. Und tschüss. Hast du ja nicht gemerkt, dass sie mir gehört? Du Weichflöte. Pussy. Vergiss ihn. Er ist nur neidisch. Schon vergessen. Also jedenfalls werden wir zusehen, dass wir beide genau denselben Speed erreichen wie die.
Wir kriegen dich schon noch auf den Rescue Devil Style.